Also ich komme aus dem Leistungssport, ich habe viele Jahre auf hohem Niveau trainiert und bin dann an EBV erkrankt. Und nach der Erkrankung war eben auffällig, dass ich nicht gut stehen oder lange laufen konnte. Nach einer Minute im Stehen oder einer halben Stunde im Laufen ist mir halt schwindelig und schwarz vor Augen geworden, schlecht so. Und dann brauchte ich auch mehrere Stunden, um mich wieder zu regenerieren. Dr. Wiechert hat dann gesagt, er möchte das kardiologisch untersuchen. Das normale EKG, wie ich es auch vorher schon mehrfach bei anderen Ärzten gemacht hatte, auch während des Sports, war unauffällig. Und daraufhin haben wir dann gesagt, dass wir das Cardisio, was dann neu in der Praxis war, neu zur Verfügung stand, dass wir das testen, was da die Ergebnisse sagen. Und die haben dann ja eben auch starke Auffälligkeiten gezeigt. Und somit haben wir dann beschlossen, dass wir uns das im MRT genauer anschauen. Gut, wenn also jemand mit einer Ruheherzfrequenz von über 100 herkommt und eigentlich von Haus aus sehr sportlich ist und war, dann erwartet man ja eigentlich eine Herzfrequenz um die 50. Und wenn einem dabei schwindelig wird, wenn man eine Minute steht und die Muskeln nicht bewegt, dann spricht das natürlich dafür, dass der Blutdruck vermutlich versackt und dass es sich dabei um eine kompensatorische erhöhte Herzfrequenz handelt. Und wenn im Vorfeld schon die Echokardiographie und das normale EKG unauffällig waren, dann muss ich diese Untersuchung ja nicht zwingend wiederholen, wohl aber natürlich mit so etwas wie einem Steh- oder Schellong-Test in Verbindung mit einer Pulskontrolle oder auch einer EKG-Kontrolle, um herauszufinden, ob es dabei zu Herzrhythmusstörungen kommt, zunächst mal einzustielen. Aber es ist natürlich interessant, Epstein-Barr-Virus gehört ja zu den Herpesviren und kann sehr wohl auch Herzmuskelentzündungen machen. Aber das dreidimensionale EKG gibt uns ja viel, viel mehr Einblick in das Herz. Und das war einer meiner Hauptgründe, um diese Entscheidung zunächst mal ins Feld zu führen. Alle anderen Werte, die wir aus der Kardiographie herauslesen, sowie eine Durchblutungsanalyse oder auch eine Analyse, wo es um die Strukturveränderung des Herzens geht, waren pathologisch. Also man hatte das Gefühl, die Kardiographie findet eine elektrische Auffälligkeit, die es jetzt lohnt, weiter abgeklärt zu werden. Und das machen wir heutzutage sicherlich zum einen mit Ultraschall, aber Ultraschall kann eben nicht in das Gewebe hineinschauen. Und wir können mit dem MR Gewebeveränderungen sehen. Neben einer exakten und sehr genauen Funktionsmessung sehen wir sozusagen in den Muskel hinein durch verschiedene Techniken, die wir anwenden können. Diese Analysen sind nicht invasiv, das heißt, sie müssen keinen Katheter schieben dafür, keine Röntgenstrahlen, die sie benötigen, und die Kontrastmittel, die wir benötigen, sind sehr gut verträglich. Wir hatten ja bei der Patientin festgestellt, dass es sich um eine Erregungsausbreitungsstörung hat, also links anteriorer Hemiblock oder links Schenkelblock sogar. Und das können wir im MRT natürlich genau an dieser Stelle auch nachgucken. Hier zum Beispiel in der Bewegungsanalyse würden wir sagen, das ist eigentlich eine normale Bewegung oder noch normale Bewegung. Aber wenn wir jetzt sogenannte Mapping-Verfahren nehmen, das sehen Sie hier unten, da ist es so, dass wir gucken können, gibt es Fibrose, also Gewebeveränderung, gibt es Ödem, Schwellung. Und das war bei der Patientin beidseits der Fall, genau in dem Areal. Wir haben dann Kontrast mitgegeben und auch da zeigte sich in diesem Bereich eine leichte Auffälligkeit, sodass wir eigentlich den Befund des MRTs und der Kardiographie sehr schön mit modernen Verfahren zur Deckung bringen konnten. Und wir haben dann natürlich einen Aminosäurestatus gemacht. Und wenn ich über essentielle Dinge nachdenke, dann denke ich auch an essentielle Fettsäuren. Und dann denke ich natürlich auch an Mineralstoffe und an Antioxidantien und an mitochondriale Kofaktoren wie Coenzym Q10 und Carnitin und Eisen, also Dinge, die ja im Zusammenhang mit Herzleistung auch immer zu berücksichtigen sind. Und wir hatten tatsächlich nicht wenige Treffer und haben eben tatsächlich bei den essentiellen Fettsäuren als auch bei den Aminosäuren als auch beim Selen doch erhebliche Mängel feststellen können, obwohl ja eine nach deutschen Vorstellungen ausgewogene Ernährung stattfindet. Also im Nachhinein fand ich sehr gut, dass wir das MRT und das Cardisio gemacht haben, auch das Cardisio mehrfach, einfach weil ich dadurch eine Diagnose bekommen habe, die ja quasi bewiesen wurde, wo klar gesagt wurde, das und das können wir sehen und nicht wie vorher immer von vielen anderen Ärzten, die halt nicht
so genau hingeguckt haben, die gesagt haben, ja, das und das wird der Fall sein, sondern diesmal hieß es wirklich so, das sehen wir, das ist Tatsache. Also dann kann man da ja ganz anders rangehen und dann geht man da auch motivierter ran, weil man weiß, okay, das ist jetzt der höchstwahrscheinlich der richtige Weg und bei mir war es der richtige Weg und von daher bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich diese Untersuchung machen konnte, um nicht noch weiter irgendwie, ja, im Grunde gegen meinen Körper zu arbeiten, sondern für meinen Körper arbeiten zu können. Und mir geht es ja auch schon viel besser. Also mittlerweile kann ich auch manchmal sogar schon 10 Minuten stehen. Also abwaschen geht manchmal wieder. Genau, von daher ist es ja auch schön, dann wieder, wenn man krank war, lange zu merken, dass es wieder bergauf geht und es wieder einem besser geht und dass man wieder gesund wird. Wir konnten, glaube ich, zeigen, dass die Kardiographie ein sehr wertvolles diagnostisches Verfahren ist. Bei dieser jungen Patientin, wo es über längere Zeit eigentlich unklar war, was das Problem sein könnte, haben wir eine klare Diagnostik, die uns gezeigt hat, wir haben eine Veränderung der Erregungsleitung. Und das würde man gar nicht so erwarten bei jungen Leuten und würde sagen, naja, das ist wahrscheinlich irgendwie normal. Aber wenn sie diese Symptome eben haben, wie ein Herzstolpern oder eine Müdigkeit oder sie haben das Gefühl, sie müssen jetzt nachts aufwachen oder das Herz schlägt zu schnell, all das können wir eben mit der Kardiographie messen und wir können dann sagen, gibt es ein strukturelles Problem, ja oder nein. Und wenn es ein strukturelles Problem gibt, dann haben wir die Möglichkeit, nicht invasiv, ohne Röntgenstrahlen, mit dem Herz-MRT nachzugucken und wirklich nochmal nachzumessen und zu schauen, was sehen wir dort, was haben wir an Pathologie. Und daher halte ich die Kardiographie für ein extrem wichtiges und wertvolles Instrument in der ganz frühen Abklärung bei Patienten mit unklaren Beschwerden.